Moin Moin, meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den Lizard 1300 XL Sackheber vor. Dieser Sackheber wird zur Verfügung gestellt von Not Ready und der die Modder schreiben mir eine Mod-Beschreibung, dass dieser Sackheber für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können zum Mod runterladen und nutzen. Ja, was ist der Sackheber? Es hört sich mal einfach an, klar, ihr könnt jetzt hier ein Big Bag dranhängen und vielleicht was beladen. Nein, das Coole ist, ihr könnt zum Beispiel auch einen Düngestreuer zwischenschalten. Und quasi immer einen Sack auf Reserve mitnehmen. Ihr könnt natürlich damit auch beladen, ihr könnt damit auch Anhänger beladen und. Aber er ist halt nicht drehbar. Das heißt, er ist starr, er kann nur rauf, runter und ein Stückchen vor, ein Stückchen zurück. Aber selbst damit könnt ihr rein theoretisch immer eure Anhänger und so beladen. Nur zu hoch dürfen sie nicht sein. Ja, texturtechnisch schauen wir uns ganz mal an. Seht ihr, ist eigentlich alles aus. Ne? Schläuche sind verbaut, auch gut sichtbar. Auch hier die Labels, ne? Kontinental-Hydraulik-Schläuche sind sogar. Also da gibt es nichts zu meckern. So finden ist das Ganze laut Modder unter Kategorie Big Bags. Ich habe jetzt über DLCs und Mods. Wenn wir einfach mal gucken hier, DLCs und Mods, da haben wir das gute Stück. So, kostet 12.600 und ihr könnt die Farben halt noch selbstständig ändern, so wie ihr es haben möchtet. Wenn ihr John Deere Fan seid, macht ihr John Deere gut und gelb. Ne, je nachdem, was ihr an Farben noch konfigurieren möchtet, kommen halt ein bisschen was dazu. Sprich, sind 12.600, würde es in dieser Kombo würden jetzt noch 1.000 dazukommen. Seid aber 13.600. Ja, wie gesagt, ich erkläre es mal ganz kurz. Wir nehmen jetzt den schönen Deutz hier. Hängen das Ganze mal an. Fahren jetzt zum Big Bag und der wird auch erkannt. Pass auf. Jetzt kommt Info eigentlich. Jetzt können wir anhängen. Und jetzt können wir das Ganze. Wenn ich die Tasten finde. Zack, heben und halt auch noch den Arm ausfahren. Bis zu 5 Meter geht das Ganze. So. Jetzt können wir natürlich, um den Düngestreu zu beladen, einfach rückwärts ranfahren. Und dann müsst ihr Düngestreu automatisch erkennen. Okay, es ist fast voll. Wenn wir aufmachen, ihr seht, der letzte Fitzel läuft dann noch rein. Und dann war es das. Aber ich kann natürlich auch eins sagen. Genau. So, jetzt kann ich den Düngestreuer schließen. Dann düngen und hab den Sack quasi dabei. Und wenn ich jetzt so dünge und hab ein großes Feld. Und meinetwegen. Entschuldigung. Der Düngestreuer ist leer oder der Sack, den ich hier dran habe, passt da halt noch rein. Kann ich halt direkt, sogar wenn ich wollte oder während der Fahrt, könnte ich diesen Düngestreuer quasi beladen. Ich mache mal jetzt so eine ganz wilde Wendung. Und jetzt kann ich auch den Sackheber anvisieren. Ich kann jetzt sagen, jo, fahr mal hoch. Dann kann ich, genau, den Düngestreuer kann ich vielleicht mal aufklappen und ihr seht, ne, er befüllt das Ganze zurück wieder. Oder auch nicht. Warte mal eben. Na, eigentlich hatte ich so gedacht, aber vielleicht müssen wir einmal aus dem Trigger rausnehmen. Oh, falsch. Na komm. Also eigentlich sollte er jetzt überladen. Warum man das nicht tut, weiß ich nicht. Naja. Ihr seht, es ist alles ein bisschen tricky mit dem Gerät. Oh, jetzt wird eine ganz wilde Sache. Ich fahre es doch mal aus. Also ihr seht so ein bisschen, aber es kann vielleicht auch an mir liegen. Das möchte ich jetzt nicht. Macht. Jetzt wird es anhängen. Okay, vielleicht ist dann doch nicht so, wie ich mir gedacht habe. Wahrscheinlich könnt ihr nicht während der Fahrt beladen, weil komischerweise ihr seht, wenn ihr jetzt den Düngerstreuer anmacht, dann lädt er halt nach. Aber so ist im Prinzip zu Not, müsst ihr halt nicht so wie ich jetzt machen. Ich habe halt gedacht, jo, eine geile Geschichte, kannst du während der Fahrt beladen. So den Sack einfach am Feld dran stehen lassen, wenn euer Düngerstreuer dementsprechend dann leer ist, dann einfach eben reinkloppeln und gut ist. Es kann natürlich auch sein, dass der auch jetzt nachlädt, weil das ist vielleicht das Ausbringen nicht so extrem ist, wie es normalerweise der Fall wäre. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren dann schreiben, ne?
Aber es könnte hinkommen. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne was in die Kommentare, wer es findet. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.